So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11 in einem Part, den wir eigentlich nicht hätten aufnehmen müssen, weil alles, was jetzt kommt, haben wir schon gespielt. Nur wer dem Schluss vom letzten Part zugehört hat, weiß, dass der Part einfach weg ist. Also, wir haben das aufgenommen, ich habe den Part beendet und ich konnte den Part nicht beenden. So, OBS hat einfach weiter die Aufnahme angezeigt. Ich habe dann versucht, es übers Klicken zu beenden. Ich habe versucht, es über den Shortcut zu beenden. Ich konnte es kurz pausieren, aber das hat auch nicht funktioniert. Und dann ist OBS einfach abgeschmiert und es war, als wäre der Part nie existiert. Es hätte der Part nie existiert. Und deswegen müssen wir jetzt alles nochmal spielen. Wir haben also 5, 4, 3, 2, 1 schon gespielt. Problem da ist auch wieder, dadurch, dass ich schon gespielt habe, hatte ich ja alles eingesammelt. Deswegen bin ich jetzt in einem neuen Save-File, wo wir noch nichts eingesammelt haben. Deswegen wundert euch nicht, dass wir nur noch einen Exit haben. Wir werden jetzt nicht mehr die vollen 116 Exits am Ende hier sehen, aber das ist jetzt halt so. Dafür können wir nochmal Yoshi-Coins einsammeln, Monde einsammeln und so weiter und nicht nur sagen, da wäre das und das gewesen. Sondern die Level sind jetzt nochmal komplett frisch. Nur, dass ich sie halt schon kenne, also es ist nicht mehr blind. Und wir starten mit dem Level von Tobi und Dark, das sehr schön war, was mir auch gut gefallen hatte. Und ich denke, was wir auch schon während der Aufnahme gesagt hatten, wir können eigentlich nicht mehr so wirklich bewertungstechnisch viel sagen zu 5 bis 1, weil sie irgendwie alle ja gut sind. Und es halt mehr so persönliche Geschichten sind, wenn man was nicht mag. Aber also ich könnte das halt nicht bewerten. So, es gibt Sachen, die mag ich am Level 1 zum Beispiel nicht. Level 1, ja. Boah. Am Platz 1 zum Beispiel nicht, aber da kommen wir dann dazu, wenn wir dort sind. Aber die sind nur persönlicher Natur und nichts, was das Level schlecht macht. Also, ja. Genau. Und ich weiß auch gar nicht, was Colin gerade erzählt hat, stimmt nicht, denn das ist alles blind, wir kennen die Level nicht. Richtig. Ach, Mist. Oh, ich dieses schöne Level. Das ist eine Vorstellung. Ich bin jetzt jedes Mal, wenn ich rewinde, total paranoid, dass ich wieder die Aufnahme irgendwie abbreche. Wenn ich nicht weiß, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Werde ich jetzt auch noch ganz oft sagen, dass ich nicht weiß, wie das passiert ist. Weil ich Dinge, die ich nicht verstehe, muss ich immer wieder wiederholen. Das ist so ein, weiß ich nicht, so ein innerer Zwang. Ja. Ja. Breaks Level. Stimmt, das habe ich auch nicht verstanden, aber dazu habe ich tatsächlich, glaube ich, jetzt nichts mehr in den letzten Parts gesagt, ne? Nee. Nicht so richtig zumindest. Das letzte Mal, wo du was erzählt hast davon, war bei einem Level bei der Abstraktwelt. Ah, ja, genau. Achso, hier hast du die Information vorhin gegeben, deswegen gebe ich diese Information, dass die Musik hier im Hintergrund aus dem Ghostbusters-Spiel kommt. Das hört man auch teilweise raus an manchen Stellen. Genau. Nur weil, du weißt jetzt nicht, ob du noch weißt, was du alles gesagt hast, deswegen, wenn mir was einfällt, was du gesagt hast, dann erwähne ich das einfach kurz und sag dazu, dass du es gesagt hast. Okay. Damit die Information die Zuschauer erreicht, aber sie auch wissen, dass es von dir gekommen wird. So, ach Mist. Da hat man es kurz gehört. Da. So, da wäre nur ein Pilz drin, also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, und jetzt geht natürlich alles ein bisschen schneller, also, ja. Was kann man machen, ja. Genau. Dann ist der Part vielleicht in 20 Minuten auch schon durch. Ja, den Fehler habe ich damals auch gemacht. Ich krieg's auch wieder nicht hin. Damals, vor vielen, vielen Jahren, ja. Richtig. Anno dazu, okay, wir starten das nochmal, das habe ich damals auch gemacht. Vor wenigen Minuten. Es ist echt... Ich hasse es, wenn Aufnahmen nicht funktionieren. Das ist... Es wird dann nie so... Es kann es ja auch gar nicht so, wie es davor war. So, das ist aber klar. Wie soll... Ja. Wie sollte es auch? So. Okay. Vor allem, weil man ja jetzt auch alles kennt. So, man entdeckt ja nichts mehr neu. Für die Zuschauer ist es neu. Für einen selbst nicht mehr. Das ist immer so ganz blöd dann. Weil man es dann auch ganz anders kommentiert. Wenn man doch nur Erinnerungen löschen könnte, ne? Richtig.
Aber auch dann würde es nicht genauso laufen. Also, wobei, man wüsste, naja, eigentlich müsste es fast ähnlich laufen, weil man ja. Ja. Ja, ja. Gut, hier wäre ich jetzt an der Mittelstelle nicht mehr hängen, wo ich vorhin hängen geblieben bin. Das kann ich aber nicht. Falls sich mal das Universum resettet, sollte alles wieder gleich laufen. So wie diese Aufnahmen hier. Müsste eigentlich, ja. Ja. Gibt ja keinen Grund, dass sich Menschen plötzlich anders verhalten, die nichts wissen. Interessant wäre es aber, da habe ich letztens mal mit Kumpels drüber philosophiert, wie es wäre, wenn man jetzt in sein 14-jähriges Ich zurückkehren könnte. Mit dem Wissen, was alles dann in der Zwischenzeit passieren wird. So, was würde man dann alles anders machen und so weiter. Aber das sind halt so viele utopische Sachen. Das ist ganz schwierig, dann darüber nachzudenken, weil du könntest halt so viel anders machen und doch wieder auch nicht. Ja. Aber kennst du den Butterfly-Effekt? Ja, genau, genau. In die Richtung ging es dann eben auch. So ähnlich. Stimmt, ja, ja, das ist jetzt im ersten Versuch geschafft. Stimmt, das war die Stelle, ich spule kurz zurück. Das war die Stelle, an der ich vorhin nicht verstanden habe, wie das geht. Jetzt haben wir das gar nicht erklärt. Ich gehe nochmal hier kurz durch. man muss nämlich diese Blöcke stoppen und dadurch, dass man von dem Ding runtergeht, stoppt man sie an der richtigen Stelle. Das war die richtige Stelle. Und ja, jetzt kriege ich es nicht mehr ins Hintergrund. Und das hatte ich eine Zeit lang erstmal gar nicht kapiert, was man da machen muss. Und dachte erstmal, man muss vielleicht eine Brücke bauen oder so, was Quatsch war. Aber gut, jetzt habe ich es natürlich einfach so ganz intuitiv gespielt, als wüsste ich, was los ist. Ja, das ist auch das Problem. So, ich werde jetzt einfach durchrennen. Und ja. Aber es ist halt so. Kann es nicht ändern. Trotzdem sammeln wir alles nochmal ein. Ich weiß jetzt auch, wo die Sachen sind. Ich muss die nicht mehr suchen. Ich glaube aber, doch, den einen Mond musstest du mir zeigen. Das weiß ich noch. Das werden wir dann auch an der Stelle dazu. Ach ja, jetzt kommt der Scrolling-Part, den ich immer noch nicht verstehe. Es ist gutes Scrolling, weil es in der Top 5 ist. Das habe ich damals gesagt. Richtig. Deine Argumentation war, es ist deswegen gutes Scrolling, weil es in der Top 5 ist. Ja, also wie gesagt, wenn jetzt hier links oder rechts, ne, rechts wäre schlecht, wenn jetzt links irgendwie so Sägen wären oder so, die halt da entlangfahren, dann würde man ja zumindest verstehen, wovor Mario wegläuft. Aber so gibt's halt keinen Grund, dass da rechts eine Wand kommt. Links. Ja. Ah ja, die Yoshi-Coin, vielleicht kriegst du diesmal auf Anhieb an. Nice. Die Musik habe ich damals noch nicht erwähnt. Ich glaube, die ist aus Wario World oder sowas. Stimmt, die hast du nicht erwähnt, richtig? Gut, dass wir jetzt drüber reden. So. Okay. Und ich glaube, das war das Level. Richtig. Mhm. Hui. Okay. Ja, also, wundert euch nicht, wenn wir jetzt nicht mehr viel zu den Leveln sagen. Sie sind alle gut. Sie sind einfach alle gut. Also, es ist ganz schwierig, da noch eine... Okay, das ist jetzt wieder was, wo ich das Gimmick nicht so mag. Leider weiß ich da jetzt auch mittlerweile, wie es geht. Ich gehe kurz trotzdem hoch hier in die Tür. Da wird es nämlich erklärt. You can move the camera down slowly and survive. Just down. Don't try jumping down. Also wir haben jetzt so einen Abschnitt, wenn ich zu hoch springe, dann geht das Wasser hinterher und das Wasser tötet mich. So. Das heißt, ich muss immer die Kamera so bewegen, dass ich mir das Wasser nicht ins Gesicht schmeiße. Deswegen, solange ich nicht... Ja. Ja. Ich wollte es nur demonstrieren. Solange ich... Nein, wollte ich nicht, aber egal. Solange ich das hier nicht mache, sondern jetzt praktisch direkt auf die Plattform springe, wird das Wasser auch nicht hochgeschoben und ich kann hier weiterspielen. Ansonsten wäre das Wasser wieder zu hoch und ich könnte nicht weiterspielen. Na, das ist der Hintergrund hinter der ganzen Geschichte. Dieses Springboard verstehe ich aber nach wie vor nicht, weil das funktioniert einfach nicht. Das kann ich nicht nur... Doch. Jetzt konnte ich es nutzen. Du warst zu hoch damals. Ah, okay. Aber das braucht man nicht. Das ist das Einzige, was man nicht braucht. Okay. Aber ja, okay, gut. Ja, und dann muss man hier halt runterfahren und muss hier hochspringen, dass das Wasser da hinten dann nämlich passt. Und jetzt muss ich auch so springen, dass ich nicht da oben lande. Sobald ich nämlich da oben lande, geht das Wasser zu hoch und dann könnte ich hier nämlich nicht mehr runter.
Deswegen muss das Wasser unten bleiben. Ich glaube, man hat es verstanden. Natürlich. Deswegen muss das Wasser unten bleiben. Und ich auch. Na, so ist das gedacht. Das war super. So, und hier muss ich auf den Chucks ein bisschen hin und her balancieren. Ich habe jetzt bei jedem Mal rewinden, bin ich jetzt paranoid, weil es damals halt auch kurz beim Rewinden. Ich meine, ich habe da auch davor auch ständig rewindet, aber es ist halt beim Rewinden passiert. Aber naja, keine Ahnung, was genau da jetzt passiert ist. Ich gucke jetzt jedenfalls die ganze Zeit auch auf meine OBS-Aufnahme und das Bild bewegt sich hier zumindest noch. Ich hoffe, dass es sich von der Aufnahme noch bewegt. Ja. Ich wüsste zu gerne, ob ich das hätte sehen können oder ob das Bild in OBS trotzdem weitergelaufen ist und einfach dann im Video nämlich nicht mehr sich bewegt. Aber das kann ich leider nicht mehr in meiner Erinnerung abrufen, ob sich das bewegt hat oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich denke mir nur, ich müsste es doch gemerkt haben, dass sich dann nichts mehr bewegt. Weil jetzt sehe ich ja auch, dass sich links von mir der Bildschirm weiter bewegt. Ah, ganz komisch. Ja, der Originalpart ist jetzt Lost Media. Ja. Ist für immer verschwunden. Obwohl, du hast es ja noch. Blöd ist es halt, wenn man wirklich nichts dran hätte ändern können. Weil das mir wieder zeigt, dass es trotzdem noch Situationen gibt, in denen OBS mir einfach abschmiert und ich es nicht ändern kann. Das ist schlecht, weil ich mag sowas nicht. Aua. Nun denn. So. Ja, die Tricks kennen wir jetzt auch schon alle, wie das hier funktioniert. Ja, sehr gut. So funktioniert das. Ja, kennen wir alle. Ich muss warten, bis es wieder hochgeht und jetzt kann ich damit runter. So, so rum war das, genau. Genau, und jetzt kann ich auf den Kollegen drauf und... Nein, ich muss erst auf... Erst auf den anderen, wenn er wieder oben ist. Jetzt genau, und dann kann ich da rüber. Und dann kann ich eine Runde fliegen. Aber auf jeden Fall Anlauf nehmen finde ich auch interessant. So. Okay. Durch da. Ach ja, und jetzt ist schon Finale. Hier kann man eigentlich an der Seite erst hoch, um sich anzugucken, wie das alles hier so aufgebaut ist. Aber es ist jetzt auch... Man kann ja einfach den Münzen folgen und dadurch ist es dann auch nicht so schlimm. Und der Abstieg ist dann auch selbsterklärend. Man fängt halt immer beim obersten an und geht dann zum nächsten, was am weitesten oben ist. So. Mhm. Und dann funktioniert das auch. Und ist nicht weiter problematisch. Genau. Oh, krass, im First Try geschafft. War ich das vorhin nicht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da Probleme hatte. Okay. Gut. Aber wir sind schon bei Level 2. Krass. Es sind gerade mal 12 Minuten vergangen. Ah, das Level war aber auch cool. Du bist voll gut. Das Level war richtig cool. Das ist so ein... Man wird erst sagen, es ist ein Yoshi-Level, aber es ist nicht nur ein Yoshi-Level. Es bezieht sich halt auf diese Plattform. Diese Plattform wird recht oft benutzt. Ja. Nicht nur Yoshi. Du kannst sie jetzt ja nochmal appreciaten, die ganzen Level. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Level, also... Ich glaube, ich konnte mich sogar treffen lassen. Das war, glaube ich, egal. Ach ja, jetzt kam der Teil. Man muss halt immer Yoshi füttern. Und hat dazu verschiedene Mini-Rätsel. Aber das ist alles nicht weiter schlimm, wenn man nicht Yoshi so langsam dagegen kickt, weil dann... Ja. Du musst ihn dann nicht mehr in die Hand nehmen. Einfach... Oh. Oje. Ja. Einfach anstupsen kannst du ihn. Stimmt, wenn wir den einmal... hoppala. Stimmt. Ah, Mensch. Ach, Mensch. Okay. Bam. So. Jetzt haben wir hier wieder was zum Futtern. Nee, die Shell habe ich vergessen. Die habe ich vorne auf Anhieb gegessen, sowas ist... Freches. Oh. Die Musik hier ist selbst komponiert von SNN. Ich wollte gerade sagen, das hast du vorhin schon gesagt, aber ja, richtig. Ja. Hat ja keiner gehört. Stimmt.
Stimmt, stimmt, stimmt. Und du meintest, dass SNN mal einen anderen Namen hatte. Na, ich wollte gerade sagen, dann kann man jetzt auch meinen Fauxpas von vorn einfach nicht... Ich glaube, ich habe den einfach komplett verwechselt mit irgendjemandem, deswegen. Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe, was eh niemand gehört hat. Ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich hab den mit irgendjemandem verwechselt, der auch so einen 3-Buchstaben-Namen hatte und andere Namen, aber ich... Keine Ahnung. Vielleicht NGB? Das kann sein. Das kann wirklich sein, ja. Das könnte sehr gut sein. Ja. Rätsel gelöst. Das würde Sinn ergeben. So. Er hat auch ein ganz cooles Level für VLDC13 gemacht. NGB hat damit... Ja, okay, cool. Ja. Das freut mich. Aber wie ich schon mal gesagt habe, in einem anderen Part, höchst unwahrscheinlich, dass es einen Collard geben wird. Zumindest nicht von dir. Vielleicht findet sich ja jemand anders, der sich dann mal opfert, da die... Durchquälen könnte. Genau, genau. Durchquälen. Ach ja, jetzt kommt der Abschnitt, da werde ich wieder saven müssen, weil ich da zu schlecht für bin. Friss. Sag ich ja. Friss. Okay, wir haben es. Sehr schön. So. Der Mond hier ist besonders cool. Da muss man nämlich hier oben rein nochmal. Ich weiß nicht mehr, was da unten ist. Ach, das war der falsche. Nichts. Da ist gar nichts. Okay. Hier muss man nochmal rein. So. Hoppala. Schluck auf. Ja, und jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen mit einer Feuerblume kombiniert. Die man auch behalten sollte. Ach, jetzt habe ich Schluck auf. Geh weg. Nein, hör auf. Der Schluck auf war natürlich auch im Originalpart dabei. Ja. Ja, da hatte OBS Schluck auf, nicht ich. Ja. Dann ist es mir doch lieber, dass ich Schluck auf habe, ehrlich gesagt. Ich möchte echt wissen, was das war. Weil nur wenn man weiß, was es war, kann man es verhindern. Vielleicht waren es irgendwelche kosmischen Strahlungen. Das wird sein. Die Aufnahme... Ey, schieß doch Feuer, du... Verschissen haben. Ja. Viech. Was tue ich hier? Warum schießt er jetzt nicht nochmal Feuer? Ah, den da runter. Das eine Feuer da, den muss ich hinterher. Jetzt passt's. Und wir erwischen beide. Jawohl, sehr schön. Die müssen nämlich weg, dass man hier durch kann. Habe ich natürlich auch schon alles gelöst, weil ich es schon weiß. Habe ich vorhin ein bisschen gestruggelt. Ja. Jetzt geht halt leider alles schnell und es wirkt so einfach. Dabei ist es das gar nicht. An sich ist es jetzt nicht schwer. Aber ich habe halt vorhin ein bisschen gestruggelt. Die gehen wieder hoch. Okay. Kommt jetzt schon der Yoshi-Abschnitt? Ja, ne? Yes. Das habe ich vorhin auch viel zu kompliziert gemacht. Nein! Jetzt! Sehr schön. So. Ja. Wir sind ja schon unterwegs. Aber weil du sagst, es ist selbst komponiert, es hat Elemente von einem anderen Lied, ich komme nur nicht drauf, welches. Weil ich immer gedacht habe, das klingt wie das und das, aber ich komme nicht drauf, welches. Das kann sein, aber weiß ich nicht. Und zwar dieses, diese Stelle, ja, jetzt kann ich, wenn ich was vorsumme, versteht man aber nicht, was ich meine. Ist egal. Naja. Ich glaube fast, ist es auf VVV, was ich meine. VVV. Okay, ja, wir sind bei Platz 1 angekommen nach 19 Minuten. Ich würde fast, jetzt wo ich 2 nochmal gespielt habe, ist fast 2 für mich ein Ticken besser als 1. Aber wie gesagt, ich könnte es nicht wirklich bewerten.
Das ist, weil ich mehr nach Spaß bewerten würde und auch, ach ja, das habe ich vorhin auch gesagt, Musik beeinflusst mich massiv und die Musik hier ist halt, du hast gesagt, aus Super Monkey Ball 2, ne? Genau. Und also wenn ihr euch das mal anhört, was wir da im Hintergrund hören, das ist nichts, was mir gefällt. Das ist was mich total verrückt macht. Also nicht total verrückt, aber es ist, es klingt so weird. Fallen lassen. Es klingt einfach weird. Bap, bap, bap. Bomberman Hero hatte auch so ähnliche Stellen als an Soundtrack. Das fand ich auch so ein bisschen weird immer. Aber ansonsten war Bomberman Hero ein großartiges Spiel. Das Level heißt übrigens Hunted as Wolves, Foliant Grey. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Ich auch nicht. Oh, könnte man hier nicht sogar die Säge nehmen? Man kommt nicht hoch genug, um die Säge zu fressen. Nee, kann man nicht. Nee. Ah ja, und das Säge fressen ist schon mal kompletter Blödsinn. Wenn, dann würde man die Schnur fressen und die Säge würde runterfallen. Hm. Idle and Lazy solltest du ja schon kennen, oder? Bitte? Die Idle und der Lazy, den kennst du ja, ne? Ja. Aber wie meinst du war das jetzt? War nur neugierig. Ach so. Weil die sind ja auch im Jump Team. Ja, ja, doch, die liest man schon öfter. Ja, jetzt klappt das natürlich auf Anhieb, genau. Klar. Als hätte ich gewusst, wie hoch ich muss. So. Ah ja, das habe ich vorhin noch kommentiert. Ich fand das cool, dass hier die Dinger nur eins breit sind, die Stacheln, die hochgehen. Das sieht man eigentlich auch recht selten. Das ist ganz nett gemacht. Also ich will nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich finde nicht, dass Level 1 schlecht ist. Nur wenn ich jetzt mich selbst entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Level 2, also Platz 2, Platz 1 vorziehen. Aber das sind nur so... Vielleicht ist es sogar nur die Musik, die mich zu sehr beeinflusst. Ich weiß es nicht. Und hier oben ist ein ganz frecher Mond. Das hat man nicht mal gesehen, den Mond. Zeigen wollte ich ihn eigentlich schon noch. Wie kommt man denn da drauf, dass da oben... Also wie hätte ich den denn finden sollen? Also den musste mir Stevie vorhin sagen. Den habe ich nicht gefunden. Ja. Wie soll man den finden? Der ist echt frech. Wenn man da nicht zufällig in diese Ecke springt, dann vermutet man da doch keinen Mond. Aber wahrscheinlich würde man halt, wenn man... Dann sieht man, hat den Mond nicht gefunden. Vielleicht würde man dann irgendwann an der Stelle mal ankommen und sagen, ich muss vielleicht da mal auch gucken. So. Vierte Yoshi-Coin. Und die letzte Yoshi-Coin, wissen wir ja schon, wo sie ist. Du hast es schon gesagt, wie du das Level findest, ne? Ja. Okay. Weil ich hab dich das gefragt, damals. Stimmt. Die Lava ist cool, übrigens. Das ist richtig, ja. Also es sieht auch absolut gut aus. Also ich... Wie gesagt, es sind wirklich nur so ganz kleine persönliche Sachen, weshalb für mich irgendwie... Ja, die Stelle kann ich mich gar nicht mehr erinnern, okay. Ach doch! Jetzt haben wir's. Jetzt kommt der coole Endraum. Ach nee! Jetzt kam ja der Teil noch, stimmt! Das hab ich wieder ganz vergessen, aber das war auch nicht schwierig. Weil hier zum Beispiel, da hätte man jetzt als Hintergrundmusik... Ich meine, es gibt auch noch anderes außer Undertale. Aber das von der Spinne wäre halt hier perfekt. Weil das halt auch wieder passend würde vom Thema her. Oh mein Gott, ich bin nicht gestorben. Ja. Oh, cool. Nice. Ich glaube nicht, dass die zwei Undertale-Musik benutzen würden. Wahrscheinlich nicht. Okay, ja. Damit haben wir jetzt auch schon alles abgeschlossen. Was wir dann damals noch gemacht haben, also damals vor einer halben Stunde gefühlt,
Wir sind noch kurz mit dem Hubschrauber ein bisschen rumgeflogen und haben nochmal geguckt, wo ich nicht alles eingesammelt habe. Das war zum einen dieses Level hier. Achso, jetzt ja sowieso nicht. Jetzt ja sowieso nicht. Jetzt ist ja nirgendwo mehr irgendwas eingesammelt. Da war ja was. Aber hier haben die Yoshi-Coins gefehlt. Und das war dieses Level. Ich gehe mal kurz rein, dass ihr das nochmal wisst. Und ich das auch nicht nochmal spielen werde. Ja, das war der Mist hier. Es hieß ja auch Totally Terrible. Das muss nicht nochmal sein. Und das andere Level war das ganz komische, was nicht so nach oben gescrollt hat, was mich total verwundert hat, wo auch Mond und Yoshi-Coins gefehlt haben. Auch da gehen wir nicht nochmal rein. Ansonsten haben wir... Ich habe Ihnen erzählt, dass man nicht auf Wasser landen kann mit dem Helikopter. Stimmt, richtig. Ich habe versucht, auf diesen Leveln hier zu landen. Nicht nur zu landen, ich wollte, dass es mir die Informationen anzeigt, aber das hat es auch nicht. Kann man aus der Luft leider nicht erkennen. Ja. Oh, hier auch nicht. Sensationell. Hier? Ah, oh, sogar da nicht. Okay. Liegt es dann daran, dass man in diese Schwimmanimation geht und es dann definitiv nicht funktioniert? Oder musstest du das selber einstellen, bei welchen Leveln das geht und nicht? Ich musste das auf das Levelteil einstellen, das, wo man drin schwimmt. Also du hast dich wirklich dann bewusst dafür entschieden und hast gesagt, hier mache ich einen Teich, deswegen darf ich hier nicht landen. Okay, da hätte es schon funktionieren können, aber ich habe das beim... Dort beim Wasser jetzt habe ich das wirklich gemacht, weil es unrealistisch ist, okay, im Wasser zu landen. Okay. Ja. Ist kein Wasserhelikopter. Da aber schon. Stimmt, guck mal, hier kann... Aber da lande ich auf dem Schloss. Naja. Im Schloss. Naja. Aber ja, dann müssen wir jetzt den Abschluss auch nicht so lange hinziehen wie vorhin. Da haben wir noch rumgequatscht. Ich weiß aber nicht mehr über was. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Das war jetzt ein schneller Schnelldurchlauf leider von 1 bis 5. Was mir leid tut, weil es ist natürlich schöner, wenn man es gerade selber entdeckt und das auch zeigen kann, wie man es gerade entdeckt. So war es jetzt halt leider schon bekannt. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie dieser Aufnahme-Fail passiert ist. Das ist das erste Mal, dass ich diese Variante von Fail hatte und ich weiß noch nicht, wie ich die in Zukunft verhindern kann, wenn die mal wieder vorkommen sollte. Aber gut, man muss wahrscheinlich trotzdem einfach weiterhin drauf vertrauen, dass OBS schon alles richtig macht. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt die Aufnahme beenden können. Wir haben ja noch die Credits. Stimmt, wir sind durch die Credits noch durch. Siehst du, gut, dass du es sagst. Richtig. Wir laufen noch durch die Credits. Genau. Ah, dann habe ich, das stimmt, da habe ich noch ein paar Sachen gefragt. Mit der Musik und so, das hatte ich gefragt. Okay, wir laufen nochmal durch die Credits. Genau, da habe ich noch, gesagt, dass ich das cool finde, dass die hier alle so aufgelistet werden. Da kann man auch mal gucken, von wem man alles geärgert wurde, wobei man jetzt nicht mehr weiß, welches Level was war. Muss man das eigentlich dann alles... Ja, das muss man alles eintippen, ne? Oder hast du da irgendwie eine Liste gehabt, die du einimportieren konntest oder sowas? Es gibt ein Tool, wo du alles eintippen kannst und dann konvertiert es zu Teils für diesen Buchstaben. Ja, aber du musst es trotzdem alles einmal schreiben. Ja. Das meinte ich. Also es gab jetzt nicht irgendwie so eine Liste, wo schon alle drin waren und du konntest es einfach copy-pasten. Nee. Uff. Musst du nur auf die Rankings schauen und dann einfach eintippen. Das sehe ich ja jetzt erst. Du hast ja auch darauf geachtet, dass hier hinten dann die Endungen richtig sind. Ja, das ist mit... STTHRD und so weiter. In der ersten Version ist mir dann ein Fehler passiert. Da stand 13... und 12 oder irgendwie sowas. Ah, okay. Ja. Ja, nice. Genau, da sind die vier Judges. Ja. Collaboration Hack von Stevie und An Evil Ghost, wobei 80% oder 90% Stevie. Ja. Rubberjig und Mario Fangamer und ich haben zusammen die Bestwelt gemacht und der Daiso hat ursprünglich die Feuerwelt gemacht und deshalb habe ich ihn da auch eingefügt. Ja. Genau. Und bei der Musik hatte ich noch gefragt, ob das wirklich alles sind, die hier im Hack vorkommen, aber das sind natürlich nur die jetzt für den Hack speziell was genommen haben und nicht jetzt, was in jedem einzelnen Level vorkam. Genau, die Oberweltmusik ist, die Musik für die Oberwelt, die sind alle originell selbst komponiert von diesen Leuten.
Also nicht, es sind keine Ports, sondern Originalkompositionen. Ja. Custom Credits bei Stevie, Playtesting, du hast selber getestet, sehr gut. Und die Special Thanks. Nicht an dich selbst, wie du vorher noch extra betont hast. Ja. Okay. Ja. Dann haben wir es jetzt auch in der zweiten Aufnahme wieder geschafft, in der Hoffnung, dass ich diese jetzt beenden kann. Was aber ja eigentlich der Normalfall ist. Es ist so blöd, wenn Sachen plötzlich, die man für selbstverständlich hält, wieder nicht funktionieren. Okay. Gut, ich hoffe trotzdem, dass es irgendwo nochmal unterhaltsam war, auch wenn wir jetzt schon alles, also ich vor allem schon alles gekannt habe und ich jetzt mehr durchgewascht bin, weil ich es halt schon gekannt habe. So, ich musste jetzt halt nicht nochmal neu rätseln. Es ist halt einfach so. Wenn man ein Puzzle schon mal gebaut hat, geht es beim zweiten Mal halt einfach schneller. Ich fand es unterhaltsam. Das freut mich, dass ich dich schon mal unterhalten konnte. Das ist schon mal was. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Kommentare schreiben. Das habe ich vorhin noch gesagt. Es ist immer schön, wenn bei einem Projekt auch Kommentare stehen. Dann weiß man mal so ein bisschen, was Sache ist. Und kann auch so ein bisschen versuchen, teilweise darauf einzugehen. Und allgemein ist es auch einfach für einen... Ja. Für einen Create. Bin ich ein Creator? Keine Ahnung, was ich bin. Für einen YouTuber schön, wenn so irgendwie eine Art Feedback kommt, als wenn bei einem Projekt nichts steht. Aber ich meine, das heißt dann halt auch einfach nur, dass man bei dem Projekt kein Interesse hat. So ist ja auch in Ordnung. Zwingt ja niemanden dazu, Fortnite zu gucken. Okay. Gut. Stimmt ja. VLDC12, das kommt ja dann noch. Richtig, genau. VLDC12 hast du noch angekündigt, aber das hast du schon... Ja, stimmt, das hast du aber auch jetzt hier auf dem letzten Part vor noch gesagt, richtig. Dass es demnächst dann bald kommt. Und ich habe noch gesagt, es kommt vielleicht bald raus, aber bis ich es dann spiele, könnte es wieder noch mal ein bisschen dauern. Okay. Gut, schließen wir hier ab. Ich hoffe, dass ich die Aufnahme beenden kann. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.